und jetzt hier noch ein bisschen Pulverschnee und dann geschafft. So, willkommen zu der neuen Folge Minecraft 1.18. Die Easy, der gerade, kommst du raus? Guten Morgen. Guten Morgen. Also, aber es ist kalt hier. Hallo? Hilf mir mal jemand, ich glaube, ich bin eingefroren. Alter, was ist hier? Was ist hier los? Lass mich raus. Kommst du raus? Oh mein Gott, was? Ja. Ich war ein bisschen früher wach als du, deswegen habe ich mir ein bisschen Pulverschnee geholt. Es hat bei meinem Bett geschneit, das darf doch nicht wahr sein. Wieso denn immer bei mir, ey? Ja. Wir haben ein neues Haus. Wir sind hier in der 1.18 und wir haben ein neues Haus. Wunderschön. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, die letzte Folge kam bei der Easy am Samstag auf dem Kanal. Yeah. Und heute geht es hier weiter und wir haben uns in der Zwischenzeit dieses prächtige Grundstück hier erworben, ja, beziehungsweise gebaut. Wir haben schon angefangen in ihrer Folge, aber... Jetzt sind wir fertig. Oder? Das hier wird mal die Küche. Das hier ist auch schon so ein bisschen ein Kräutergarten. Und hier drüben kommt ein Wohnzimmer hin. Und das hier noch nicht ganz fertig. Das ist die Bett Toilette. Ach, ich habe mein Bett hier wieder selber eingenommen, damit er nicht vom Pulverschnee. Anja, kann ich die Toilette nicht zeigen? Ist das die Toilette? Oh, nee, hier geht's runter. Nein, das ist die Toilette hier hinten. Hier, wo dein Bett drin steht. Na, du hast mein Bett weggenommen. Ich? Wie? Okay, hier ist der einzige Raum, den wir jedenfalls haben, der geschützt ist vor Creeper, Zombie, sonstiges, weil alles andere ist noch ein bisschen offen. Wie geht's raus? Ja, ist natürlich auch sehr geschützt hier mit dem, ja. Es wird mal geschützt sein, ja. Es ist hier nur Kritik, höre ich hier, nur Kritik. Und genau, das war's. Das ist das Haus. Oben ist noch nicht fertig, da kommen die Schlafzimmer hin. Aber darum kümmern wir uns ein andermal. Hast du schon wieder mein Bett abgebaut? Du bist hier ein Bettabbauer. Hast du mein Bett daraus gebaut? Du hast mein Bett abgebaut. Ich habe dein Bett da nicht. Nee, da ist mein Bett noch. Ja. Puh, alles gut. Ich weiß nicht, wer ein Bett ist von dir. Irgendjemand klaut hier. Vielleicht dein Hund? Vielleicht mein Hund. Die Ziege. Vielleicht die Ziege. Guck mal, wie sie da reinguckt, Ronja. Die Ziege hat's geklaut. Ich glaube auch. Die ist absolut schuldig. Das siehst du hier sofort an. Absolut. Guck dir mal die Augen an. Das sind schuldige Augen. Sag ich doch. 100%. Okay, Ronja, das muss Konsequenzen geben. Hier, du kannst sie benennen. Ich kann sie benennen? Ja. Okay. So, Ziege, komm runter. Ist da das Namensschild? Feuchter Furz? Okay. Ja, sie muss mit Konsequenzen leben. Hier, bitteschön. Oh, warte, ich muss sie wieder anleihen. Wollen wir ihr lieber einen richtigen Namen geben? Als ob du das echt machst. Du hast ein Namensschild verschwendet, Ronja. Ja, ich habe nur noch eins jetzt. Ja, dann können wir sie umbenennen. Okay, dann lass uns die Ziege Jimmy nennen, okay? Jimmy. Wie willst du sie nennen? Jimmy, die Ziege. Dann nenn sie doch selber. Nimm das Namensschild und mach ihr da einen Namen. Okay. Oder Jimmy, die Ziege. Jimmy nennt für dämlicher Ziegenname. Okay, wenn du Kritik hast, dann, Ja, ich habe allerdings Kritik. Die äußere ich auch. Ja. Ich dachte, wir haben leider keine Namensschilder mehr. Ja, jetzt haben wir keins mehr. Okay. Gut, Jimmy, du darfst, weißt du was, jetzt wo du benannt bist, darfst du mit reinkommen. Komm mal her. Was? Ja. Diese Ziege soll mit reinkommen in unser Haus? Mhm. Hier, komm. Du, Ronja, was machst Jimmy, du denn? Ich habe einen schönen Ort für dich. Komm mal mit rein. Komm mal mit rein. Komm mal mit rein. Jimmy, die will nicht rein. Du musst die Tür abbauen. Jimmy ist zu dick für die Tür. Oh, kannst du das nicht sehen? Ich baue die Tür ab. Kann ich ja nichts dafür, dass du deine Ziege so dick fütterst. Hier. Meine Ziege, das ist deine Ziege. So, Jimmy, jetzt bist du hier drin. Alles klar? Gewöhnlich dran. Super. Kannst du Jimmy vielleicht so in die rechte Haushälfte vielleicht an dein Bett? Was? Dann kann die an deinem Bett sein. Ziegen riechen ja gut. Da kannst du sicherlich gut schlafen. Ja, die kann da sein. Okay. Wie machen die eigentlich? Wo machen die eigentlich? Okay, weißt du was? Ich will es gar nicht wissen. Deine Haushälfte. Okay, weißt du, was der Plan ist? Nein. Okay, folgender Plan. Wir brauchen Schutz, okay? Deswegen, warte, komm mal mit. Machen wir uns hier mal kurz einmal über die Brücke hinüber. Du bist geschützt. Ich bin geschützt. Vor was bist du geschützt? Vor Regen, vor Wind, vor Wetter. Okay, das ist auch schön. Aber was ich eigentlich meinte ist, ja, wir wollen nämlich den Eisengolem da hinten. Du willst den Golem? Ja. Willst du den fangen oder was? Ich will den fangen. Haben wir nicht noch eine Leine? Ich hab keine Leine. Wir haben keine Leine mehr. Oder? Warte mal. Ah doch, ich habe noch eine. Ja, dann lass uns doch den Golem mitnehmen, oder? Aber ich will das Huhn mitnehmen. Ja, das blöde Huhn. Wir nehmen nicht das Huhn mit, wir nehmen das Golem. Ja, nee, das kommt sowieso mit, wenn ich Körner habe, weißt du? Das ist gar kein Problem. Okay, okay. Soll ich den Golem holen jetzt? Ja, bitte. Okay, ich gebe dir einfach die Leine hier, bitteschön. Okay, danke schön. Dann hole ich das Golem. Okay, so. Du holst den Golem. Zack, zack, zack. Golem, komm mal mit. Ich hole hier nochmal das Heu. Unser Haus verteidigen. Nämlich Heu. Hier ist noch ein... Nee, warte mal, das ist ein Esel, oder? Wir haben Esel?
Okay, warte mal, Golem, du musst mal bitte hier stehen bleiben. Ich brauche meine Leine. Wir nehmen den Esel mit, gerade kurze Umentscheidung. Ja, wieso nimmst du denn nicht den Golem mit? Ein Esel ist viel cooler. Da vorne. Esel sind so viel besser als... Warte, wo? Ja, da, da oben, das Pinke. Hier. Das ist ein Esel, oder? Das ist ein Schwein, aber hier ist wirklich ein Esel. Okay, Esel, du kommst mit. Junge, die Villager feiern dir erstmal eine fette Party. Was geht ab? Ist echt Junge. So, gell? Woo! Okay, aber ich würde gerne den Esel mitnehmen. Dann erstens hat Jimmy dann Freunde und zweitens habe ich gerade beschlossen, brauchen wir eh keinen Eisengolem. Was wäre eine Ziege mit einem Esel als Freund? Okay. Will die kein Esel als Freund? Nee, nicht, dass ich wüsste. So, ich kümmere mich jetzt hier um unser Huhn. Kümmer du dich um unser Huhn. Okay, ich kümmere mich um den Esel, du kümmerst dich um das Huhn. Dann sind wir alle glücklich. Okay. Aber du darfst nicht runterschubsen, klar? Klar. Wie, Ronja? Ich beschleunige das nur mal! Oh mein Gott, ich habe euch das Leben gerettet, dem Esel und dir. Du darfst dich jetzt nicht bewegen, der ist nämlich unter dir. Mhm. Deswegen habe ich dich geschubst, er wäre nämlich beinahe gestorben. Du weißt schon, dass du ihn gerade fast erhängst? Ja, ich weiß. Du solltest mal hier runtergehen. Jetzt komm. Komm hier runter, Ronja. Es tut mir so leid. Okay, wir bauen jetzt hier an der Seite vorbei, so dass er hier gehen kann, okay? Ja, ich kann ja nichts dafür, wenn der dumme Esel sich hier einfach runterstürzt. Ronja, du bist halt falsch gelaufen. Was erwartest du? Ich bin falsch gelaufen. So, ich nehme jetzt das Huhn mit. Nimm du das Huhn mit. Und du darfst das Tier jetzt wirklich mal nicht schubsen. Ich schubse es wirklich nicht mehr runter. Esel, komm mit mir. Alright. Du musst den Esel ganz normal... Du musst ihm was bauen, Ronja. Er kommt da ja gar nicht vorbei. Klar kommt er schon. Er stirbt gleich. Er stirbt. Jetzt sterb ich. Oh, okay. Jetzt bin ich gestorben, weil ich da so beschäftigt war. Sag mal. Okay, ich versuche hier nur den Esel hoch zu navigieren. Ich versuche hier mein Bestes, ja? So, Ronja, komm her. Hier, zack. Jetzt machst du mal hier den Esel hier an den Zaun, alles klar? Okay. So, mach mal den Esel da dran. Mach ihn mal dran. Mach ihn dran. Mach ihn dran. Nimm die Leine und mach den Esel da an den Zaun. Oh, bye. Oh, Ronja. Okay, gib mir die Leine. Jetzt geht er hoch. So, jetzt. Ich hasse unseren Esel. Ich wünschte, ich hätte das Eis. Guck, 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 der ist dumm. Überhaupt nicht. Klar, ist ein Esel. Was erwartest du von dem? Ich weiß nicht. Ein bisschen Intelligenz. So, was der hier macht für einen Quatsch. Da ist er nämlich auch schon. Da ist er schon. So, jetzt kommt der Esel hier mit. Okay, warte, ich eskortiere. Ronja, nein! Oh mein Gott, du hättest die Beine runtergeschubst. Na, dem geht's prima. Boah, alles gut bei dir, nicht wahr? Mhm. Genau, hier jetzt mit drüber. Siehst du, ist doch gar kein Problem. Ich glaube, dein Hühnchen büchst gerade aus. Mein Hühnchen? Hm. Oh nein, was soll nur aus meinen Chicknuggets werden? Da, da ist der Esel, okay. Okay, danke schön, danke schön. So, ich muss jetzt erstmal was essen. So, Huhn, jetzt let's go. Hier, Karotten, geht auch. So, ich habe unsere Karotten aufgegessen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Du hast unsere Karotten aufgegessen? Ja, ich war sehr hungrig. Ach, zum Glück habe ich neue gefarmt. Ah, das ist gut. Okay, perfekt. Ja. Ich nehme den Esel auch mit ins Haus, oder? Obwohl, nee, der kann draußen bleiben. Hä, wieso denn? Nö, nimm den doch mit rein. Dann haben wir da so einen kleinen Zoo drin. Cool. Okay, warte, dann muss die Tür, glaube ich, aber einmal nochmal ab. Ähnliche Thematik wie mit der Ziege. Super, Esel. Komm, komm. Er ist echt nicht der Schlauste, oder? Er ist wirklich dumm. Er ist wirklich ein dummer Esel. Ah. Ich meine, er kann wahrscheinlich nichts dafür, dass er so dumm ist. Vielleicht ist er auch einfach nur dick. Vielleicht ist er dick. Vielleicht passt er jetzt durch. Nee, er hat einfach keinen Bock. Nö, er will nicht von alleine laufen. Okay, so, jetzt mache ich wieder zu den Laden. So, Esel, du darfst hier drin sein. Ja, und dann bist du gefangen. Langsam wird's voll hier, ha? Huh? Findest du? Ein bisschen, oder? Nö, eigentlich geht das Huhn ist schon wieder rausgelaufen. Wir haben jetzt nur die Ziege. Die ist aber auch draußen. Ist hier rausgehüpft? Die ist rausgehüpft. Aber ist okay, die kann auch wieder reinhüpfen, wenn ihr kalt ist oder sowas. Dann kann sie sich unterstellen. Pferde. Ja, es ist so alles gut. Ist alles gut? Okay, wir machen hier einen halben Streich jetzt so auf. Aber abgesehen davon, alles tipptopp. Ja, wunderbar. Also können ja mal ein Gehege bauen oder irgendwas. Aber solange können wir alle Tiere noch in unserem Haus bunkern. Alles klar, gut, das war's dann aber auch schon für diese Folge Minecraft 1.18. Wir haben hier jetzt einen kleinen Zoo. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, dann, naja, dann haben wir natürlich halt keinen Zoo. Es gefällt jedem, okay? Jeder. Jeder liebt Zoos. Like da lassen. Like da lassen, Kanal abonnieren und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Da kommt nämlich die nächste Folge am Samstag und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.